Hallo, was braucht ihr? Also bekommen die Argonier dieses Hist-Zeug, indem sie Hist-Bäume ablutschen. Und die Dunkelforstrotte hat schlechtes Hist bekommen, das sie in den Wahnsinn trieb. Was sucht ihr? Die Gilden befinden sich westlich des Flusses, südlich des Westtors. Lebt wohl. Seid gegrüßt, Rotwardona. War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass wir in der Gildenhalle von Chardinal gute Leute beisammen haben. Es fehlt uns an einer Führungspersönlichkeit und die einzelnen Mitglieder sind nicht besonders gut ausgebildet. Nur Magier, die Empfehlungen von allen örtlichen Gildenhallen bekommen haben, kommen in die geheime Universität. Das ist eine gute Regelung, finde ich. Ich weiß nicht, was Erzmagier Travin gegen Totenbeschwörung hat, aber seine erste Amtshandlung nach seiner Übernahme der Magiergilde war, diese Praxis zu verbieten. Das liegt in Falkars Verantwortung. Er nimmt das sehr ernst. Auf Wiedersehen. Hallo. Jeder Freund von Martin ist auch mein Freund. Wie kann ich euch helfen? Ich kann hier nur sehr langsam aufsteigen. Angesichts meiner Vorbehalte gegen bestimmte Arten der Magie habe ich nur sehr geringe Chancen auf eine Beförderung. Dedra-Kulte sind natürlich nicht unbedingt böse. In der Nähe von hier, in Morrowind, beten sie Dedra zum Beispiel im Tempel an. Zum Beispiel der Asura-Schrein nördlich der Stadt, Richtung Arios-See. Ich kenne dort einen Dunkelelfen. An ihm ist nichts Böses dran. Ihr müsst eine von Falkar bekommen, wenn ihr könnt. Wenn ihr die mächtigsten Zaubersprüche sucht, solltet ihr mit Borissian an der geheimen Universität sprechen. Falls ihr eingelassen werdet, natürlich nur. Dank Karahil und ihrer Gildenhalle sind die Straßen um Anvil jetzt sicherer. Sie ist uns allen ein gutes Beispiel. Wissen ist Macht. Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel nicht. Ich weiß eure Kundschaft immer zu schätzen. Auf Wiedersehen. Hi! Einen wunderschönen guten Tag. Sie ist in Ordnung. Also die Gilde hier. Das wolltet ihr doch wissen, oder? Sie ist gut. Mir geht es hier sehr gut. Bei der Magiergilde läuft eigentlich alles wie gehabt. Aber wir haben seit der Ächtung der Totenbeschwörung ziemlich viele Mitglieder verloren. Unsere Halle bietet in Sachen Ausbildung nicht viel. Ich kann einige einfache Veränderungsfertigkeiten unterrichten, das ist aber auch schon so ziemlich alles. Ich fürchte, darüber müsst ihr mit Falkar sprechen. Ich kann euch viel zeigen. Auf Wiedersehen. War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Es erscheint vielleicht lächerlich, aber unsere Liebe ist der wichtigste Bestandteil der gesamten Schöpfung. Orin Tur und ich verbringen unsere gesamte Zeit zusammen, so wie es die Hochelfen tun. Das wäre dann Falkars Verantwortung. Viel Glück. Orin Tur gibt nicht gern an, aber niemand kann solche Reflexionszauber wirken wie er. Vielleicht bringt er euch etwas bei, wenn ihr ausreichende Fertigkeiten habt. Ich kann euch nicht helfen, wenn ihr mir nicht zeigt, worüber ihr redet. Die Gilde von Anvil hat sich unter der Führung von Karahil einen Namen gemacht. Habt ihr gehört, dass sie vor kurzem einen Mörder gefangen genommen haben?
Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Lebt wohl. Was kann ich für euch tun, Ritter? Jeder Freund von Martin ist auch mein Freund. Wie kann ich euch helfen? Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Schönen Tag. Ich bin der Magier Orintur von der Magiergilde. Ich teile meine Zeit zwischen der Gilde von Chardinhal und meinen privaten Studien in Weidenhöhe auf. Ich mag Chardinhal sehr gern. Dort habe ich meine große Liebe Ailonvi getroffen. Unser Leben ist ziemlich lang. Da ist es wichtig, dass man sich den richtigen Partner auswählt. Ihr müsst mit Falkar darüber sprechen. Traivond hat den besten Schildzauber außerhalb der geheimen Universität. Wenn ihr ihn beherrschen könnt, solltet ihr ihn auf jeden Fall in eure Sammlung aufnehmen. Bei der Magiergilde läuft eigentlich alles wie gehabt. Aber wir haben seit der Ächtung der Totenbeschwörung nicht wenige Mitglieder verloren. Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Es war mir ein Vergnügen, euch behilflich zu sein. Lebt wohl. Tag. Was habt ihr für Neuigkeiten? Mir sind im Wald vor kurzem ein paar Goblins begegnet. Widerliche kleine Biester. Goblins, bah. Böses, stinkendes, kleines Gesocks. Gute Weiterreise. Lebt wohl. Hallo. Der Vera Romalen scheint erfreut, dass so viele Leute in der Neulandschenke einkehren. Sie ist sehr stolz darauf. Die Hallo. Schenke ist ausgezeichnet und sie ist zu Recht stolz darauf. Habt ihr Nachrichten aus den anderen Provinzen? Der Skooma hat... Wie geht es euch heute? Wir sind wahrlich gesegnet. Was ist los, Schüler? Sagt bloß, ihr seid wegen einer Empfehlung hier. Ich bin der Abschnittsleiter der Magiergilde von Chardinhal. Das ist eine große Ehre.
Aber ich hatte keine Wahl. Schließlich bin ich der Einzige hier, der halbwegs kompetent ist. Ohne Empfehlungen der örtlichen Gildenhallen werdet ihr nie das Innere zu Gesicht bekommen. Das ist sicherlich eines der wenigen Dinge, die Traven richtig gemacht hat. Sicher, reist doch einfach in die Kaiserstadt und lasst euch an den Toren aufhalten. Ihr solltet euch an diese Art Zurückweisung gewöhnen. Die Gilde ist in Cyrodiil immer noch mächtig, aber die schlechten Entscheidungen der Vergangenheit haben sie geschwächt, vielleicht sogar abgetötet. Wir werden sehen. Totenbeschwörung mag in Cyrodiil legal sein. Vergeudet nicht meine Zeit, wenn ihr nicht bereit seid. Seid ihr bereit zu tun, was zum Erlangen einer Empfehlung erforderlich ist? Nun gut. Wir werden ja sehen, wie gut ihr vorbereitet seid. Ich habe vor einiger Zeit einen bestimmten Ring der Mühsal getestet. So ein anderer dummer Schüler hat ihn in die Finger bekommen und tatsächlich verlegt. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, er hat ihn absichtlich in den Brunnen hinter der Gildenhalle geworfen. Warum er sowas machen sollte, ist mir allerdings rätselhaft. Ihr müsst mir diesen Ring bringen. Sollte euch das gelingen, sende ich vielleicht eine Empfehlung an die Universität. Der Brunnen ist verschlossen. Ihr braucht also den Schlüssel. Dezan sollte einen haben und jetzt geht! Ich finde, ich habe die Aufgabe sehr klar beschrieben. Findet den Ring, der irgendwo unten im Brunnen hinter der Gildenhalle ist. Bringt ihn mir. Versteht ihr das oder muss ich es noch einfacher ausdrücken? Das ist kein normaler Ring, wisst ihr? Ihr könntet ihn ein wenig schwierig zu tragen finden. Ich habe euch gewarnt. Lebt wohl. Einen wunderschönen guten Tag. Erzählt weiter. Die Gilde von Anvil hat sich unter der Führung von Karahil einen Namen gemacht. Habt ihr gehört, dass sie vor kurzem einen Mörder gefangen genommen haben? Sagt bloß nicht, Falkar hat euch dieselbe Aufgabe gegeben wie Vidkun. Oh, ich würde mehr sagen, aber... Naja, Falkar ist hier das Mitglied, das Ringe verleihen darf. Und ich fühle mich nicht wohl dabei, wenn ich über ihn rede. Ich bedaure. Ich sage euch etwas. Kommt wieder, wenn Falkar nicht da ist. Und dann reden wir. Wenn wir miteinander gesprochen haben, könnt ihr den Schlüssel haben. Glaubt mir, es ist wichtig. Wie ich schon sagte, ich habe einfach ein schlechtes Gefühl dabei, wenn ich mit euch über Falkar rede. Verzeiht mir. Hallo. Ich bin Dezan, Magier. Aus der Magiergilde. Wir können reden, solange Falkar außer Hörweite ist. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass er versucht, euch in den Tod zu treiben. Er hat dem armen Vidkun dieselbe Aufgabe gegeben und wir haben ihn nie wieder gesehen. Ich bin ziemlich sicher, dass es da einen Zusammenhang gibt, aber ich kann es nicht beweisen. Seht euch vor, ich würde ungern einen weiteren nützlichen Schüler verlieren. Hier ist der Schlüssel und noch etwas anderes. Ich weiß nicht, ob es euch nutzen wird, aber nach allem, was ich über Falkars Ring gehört habe, könnte er hilfreich sein. Und wenn ihr etwas darüber herausfindet, was Vidkun widerfahren ist, lasst es mich wissen, ja? Er war ein Schüler, wie ihr auch. Vielleicht nicht der hellste, aber sehr bemüht. Er bekam seine Aufgabe von Falkar und verschwand. Es ist fast so, als existiere er nicht mehr. Niemand weiß, was passiert ist, und Falkar weigert sich, darüber zu sprechen. Führt einfach nur die Aufgabe durch, die euch aufgetragen wurde. Wir sprechen noch einmal miteinander, wenn ihr fertig seid. Auch ihr. Thank you.
seid gegrüßt. Ich fürchte, in eurer Abwesenheit ist einiges passiert, Schüler. Das kann Auswirkungen auf eure Empfehlung haben. Ich habe gehört, dass einer der Magier von Skingrad angegriffen wurde, aber ich weiß nichts Genaueres. Ich gebe zu, das war ich. Ich konnte die Sache nicht auf sich beruhen lassen, und nachdem ihr weg wart, um den Ring zu holen, naja. Ich kann einfach nicht mehr ertragen, wie wir alle von Falkar behandelt werden. Ich habe mir Sorgen um euch gemacht und habe mich über Vidkun geärgert, also habe ich Falkar direkt konfrontiert. Er war wütend, als ich ihm gesagt habe, dass ich euch geholfen hatte. Und als ich drohte, ihm den Magierrat zu melden, dachte ich, er würde mich umbringen. Er wurde so wütend. Ich habe nicht mal all sein Gebrüll verstanden, aber er sagte, unsere Tage seien gezählt und stürmte davon. Ich weiß nicht, ob er eure Empfehlung jemals geschrieben hat. Ich bedauere. Ich habe nicht gedacht, dass so etwas passieren könnte. Vielleicht solltet ihr nachsehen, ob er eine geschrieben hat. Ihr solltet in seinem Raum im Wohnbereich nachsehen. Wenn ihr die Notiz seht oder sonst etwas Ungewöhnliches, lasst es mich wissen. Ich werde es gerne an den Rat senden. Oh, lasst es einfach irgendwo liegen. Ich glaube, es war ihm nicht besonders wichtig. Ich glaube, das war nur eine Art schlechter Witz von ihm. Es ist eine solche Schande. Er hatte es nicht verdient, so zu sterben. Lebt wohl! Sieh sich einer diese Muskeln an. Was ist das? Schwarze Seelensteine? Oh, das ist schlimmer, als ich dachte. In Ordnung. Ich nehme euch die ab. Ich werde sie für meinen Bericht vor dem Rat brauchen. Und habt ihr keine Empfehlung bekommen? Sehr gut. Ich werde selbst eine schreiben und sie in meinen Bericht für den Rat aufnehmen. In Anbetracht der Umstände glaube ich, dass das als mehr als ausreichend angesehen werden wird. Schönen Tag. Seid gegrüßt. Ich grüße euch. Sieh an, wenn das nicht das Drachenherz ist. Es scheint, als hättet ihr den Gipfel eures Könnens erreicht. Ihr habt es. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Ihr seid hier, um den Großmeister gegen einige von Cerosils wildesten Bestien kämpfen zu sehen. Wer wird diese Woche die epische Schlacht zwischen Kämpfer und Kreatur gewinnen? Finden wir es heraus! Schließt die Tore! Wow!
Großmeister ist siegreich. Geehrter Großmeister, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt sie euch wieder einmal verdient. So, sagt schon was. Ich höre euch zu, Bürger. Ich bin Varnado. Ich kümmere mich um die schweren Rüstungen bei Die beste Verteidigung. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Das ist mehr, als ich für gewöhnlich zahlen würde. Vielen Dank, dass ihr bei mir eingekauft habt. Schönen Tag. Wie geht es euch? Es ging schon besser.